wette ich. So. Kann alles passieren. So, weiter geht's mit GTA. Ja, ja, passt. Ivan? Ja. Ich habe dein Auto mitgebracht. Das sehe ich. Wo sind die Glasscheiben hin? Und weiter geht's mit Kev Tut, so als hätten wir nicht schon eine Folge aufgenommen und dann ist jetzt eine völlig andere. Yay! Ja, ist auch so. Ist wirklich so jetzt. Das ist wirklich so jetzt gerade, dass ich jetzt tatsächlich die nächste Folge drin hab. Elektrische Bohrmaschine. Oh, fahren wir noch nicht in die Karre. Hast du dir einen schönen Wagen geholt? Ja. Von dem Geld? Ach so, warte mal, ich muss mich stellen. Nee, alles gut. Ich würde stehen. Hallo? Eigentlich bist du. Ah, du bist doch nicht in der Kuh. Jetzt. Hast du mir gerade in mein Auto getreten? Kann das sein? Jetzt sind beide schon auf dem halben Weg und die kommen gar nicht hinterher, Thomas. Ich habe Markus noch eingesammelt. Ich hab halt gedacht, das Schloss klemmt und ich muss mal. Ja, aber dieses Schloss klemmt nicht. Ich bin auf der Toilette eingesperrt oder was? Was? Wir haben mal die Frau auf Toilette eingesperrt. Oh, Alter! Das hasse ich von diesen NPCs. Der zieht im letzten Moment zieht der rüber. Der hier auch, genau, einmal komplett. Na, egal. Nicht aufregen. Nein, nur so programmiert. Ja, das ist total nervig. Die ziehen immer von der kompletten linken Spur noch komplett rechts rüber, weißt du? Wir gehen als Verkehr. Ja, das ist dies, ne? Nee, nur Kev erst der Busfahrer. Ich warte auf euch, bevor ich in den Punkt reinfahre. Ja. Warte, die Kurs sind schon da. Oh, der nächste, der sich da vordrückt. Dann fahren wir mal. Mann? Ja. Möglichst unauffällig. Die Schild machen. Die arbeiten lassen. Oh, ist ja kein Problem. Moin, moin. Das fällt ja voll nicht auf mit dem Outfit hier. Ich lage mal wieder zweit mein Geld ein. Ist es ein bisschen beschäftigt. Ist schön, Leute beim Arbeiten zu beobachten. Das Lustige ist, dass sie. Nein, nicht umbringen. Die checken. Nur die Sicherheitsmänner. Die wissen schon Bescheid. Jetzt kommen die Cops. Das ist unser Auto, ich gehe. Ich soll im Auto bleiben? Ja. Okay. Ganz wie du willst. So. Ich hab einen. Eine fehlt noch. Haben wir alle? Hat jeder einen Bohrer, ja? Ja. Einen Bohrer. Und rein in die Karte. Ja. Hey, aber Jungs. Schnell, Kev, komm. Abflug. Oh. Hey. Na, es ist immer nur noch nur einer drin. Aber der, wie gesagt, der macht dein eigenes Zeugs. Der ist bestimmt auch froh, dass er eine leere Lobby gefunden hat. Naja, also von daher. Wie gesagt, solange die uns nicht auf den Sack geht, gehen wir die auch nicht auf den Sack. Das ist einfach so. Ich
natürlich kommt mir einer entgegen, ist ja klar. Wow. Meine Stoßstange. Das war jetzt noch nicht geplant. Ja, alles gut. Ah, hier kommst du nämlich runter von dem Dings-Überfall. Wenn du die Bank. Ja, what the fuck? Der ist gerade gespawnt. Der ist einfach gespawnt. Ja, ja, der ist gerade gespawnt. Genau. Sorry, das habe ich jetzt nicht geplant. Habe ich aber auch nicht gerechnet damit, dass der jetzt irgendwie da rumspawnt. Okay, wie sind die Cops los? Mann, ey. Die NPC sind ja aber auch zu kotzen. Mhm. Ich verstehe auch die Logik dahinter nicht. Da ist ein Auto, was verkehrt rum auf mich zukommt. Was mache ich? Ich fahre drauf zu. Das ist die beste Lösung. Ja, im Zweifel habe ich das Auto und wenn der dann zurückfährt, ein Stück fahre ich ein Stück vor. Genau. Ich habe die Kopf doch, ne? Drift. Dieser Drift. Ja, mit der Karre kannst du auch nicht driften. Der macht doch Laune. Hm, ich hatte den auch schon. Das ist ja der Sultan RS. Ich weiß, umgebaut. Ja, ja, der ist auf High Level umgebaut, richtig. Das ist einer von Bennys Autos, ja. Nein, das ist nicht einer von Bennys Autos, der war so, ist. Doch, der ist Bennys so auf... Werkstatt. Nein, der ist nicht das von ist Bennys. Das ist einer von Bennys Werkstattautos, natürlich. Eigentlich nicht, nee, aber ist egal. Aber ich hab den so umgebaut. Du kannst den doch gar nicht anders, woanders umbauen. Ist auch egal. Ich finde den halt an sich ganz cool, den Wagen. Ach, das Geld-Event ist wieder da. Ja, ja. Okay. Und theoretisch könnten wir ja gleich in den Helikopter gehen und nicht alle fliegen. Jetzt sind wir ja alle gleich regelt, oder? Nee. Ich glaube, der hinter uns hat Bremsprobleme. Ich habe keine Bremsprobleme. Nur Bremsstreifenprobleme. Du musst gleichzeitig R2 und L2 drücken. Dann kannst du diesen machst du diesen Burnout. Sicherheitslieferung, ne?